Einen wunderschönen guten Tag. Martin Schmidt, mein Name, vom Beruf Forstingenieur, lebe hier bei Beelitz in Fichtenwalde. Und wir stehen hier gerade an der Autobahn A9. Dort hinten ist das Potsdamer Dreieck, Übergang zum Berliner Ring. An der Waldbrandfläche von Ende Juli 2018. Hier sind über 30 Hektar Wald in Flammen aufgegangen. Der Waldbrand ist durch die Autobahn, wahrscheinlich durch eine Zigarettenkippe, entstanden. Glücklicherweise konnte der Waldbrand mit massivem Einsatz von Löschhubschraubern, Räumpanzern, Wasserwerfern und 1500 Feuerwehrleuten gelöscht werden, sodass wir jetzt heute auf eine Waldbrandfläche gucken. Und das gucken wir uns jetzt mal aus der Nähe an. Bitte. Ja, wir stehen jetzt hier auf der Brandfläche. Und ja, einzelne Bäume sind hier noch, oder Baumstümpfe sind hier noch stehen geblieben. Und so schmeckt und sieht der Klimawandel aus, mit dem wir Förster jetzt umgehen müssen. Der zukünftige Waldbestand soll hier vor allem aus Birke, Eiche, Pappel, weiteren Laubhölzern und auch wiederum Kiefern bestehen. Und das gucken wir uns jetzt mal im Genaueren an, weil wir haben jetzt im Frühjahr schon mit der Wiederaufforstung begonnen und gucken mal, ob wir jetzt schon die ersten kleinen Sämlinge sehen. Wir tauchen immer tiefer in die Waldbrandfläche ein und stehen jetzt hier in den Pflugstreifen der Wiederaufforstung vom Frühjahr 2019, wo wir angefangen haben, einen großen Teil der Fläche wieder aufzuforsten. Das sind hier die Pflugstreifen und hier haben wir eine Saat angelegt und wir können hier schon die ersten kleinen Sämlinge sehen. Das sind Kiefernsämlinge. Ja, so klein waren die Bäume mal, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und in 60 Jahren sind die dann so groß wie die Bäume da hier am Horizont. Denn das, was hier verbrannt ist, ist ein 60-jähriger Kiefernbestand. Wenn Sie sich natürlich fragen, warum pflanzen wir jetzt keine Buche und keine Eiche, wenn wir wissen, dass die Kiefer so brandgefährlich ist. Wie ich schon gesagt habe, ja, die Böden sind hier sehr nährstoffarm und das Wasser ist so der limitierende Faktor. Und ich nehme einfach mal so eine Handvoll Erde in meine Hand und lasse es mal durch den Wind zerrießen. Und man wird feststellen, ja, es sind größtenteils Sande, die hier in Südbrandenburg die Böden prägen. Und auf diesen Sanden mit wenig Nährstoffen und wenig Wasser wachsen natürlich nur Pionierbaumarten, wie jetzt beispielsweise hier die Kiefer. Ja, wir haben die Waldbrandfläche jetzt verlassen. Die schrecklichen Bilder dieses riesigen Kahlschlages wirken noch nach. Da stellen wir uns natürlich die Frage, was können wir machen, um solche schrecklichen Bilder in Zukunft zu verhindern. Und da kommen wir natürlich zum Waldumbau, der größten Aufgabe meiner Förstergeneration. Was bedeutet der Waldumbau? Der Waldumbau bedeutet das künstliche Einbringen von Laubholz in Kiefernreinbeständen. Ja, und wir stehen jetzt hier auf so einer Waldumbaufläche, die wir jetzt im Frühjahr 2019 angelegt haben. Wir haben den Kiefernreinbestand stärker durchforstet. Danach haben wir Pflugstreifen angelegt. Danach wurde ein Zaun ringsherum gebaut. Und in diesen Pflugstreifen haben wir kleine Bäume gepflanzt. Jetzt beispielsweise hier eine Traubeneiche. Die Traubeneiche ist hier die Leitbaumart für den Waldumbau in Südbrandenburg. Denn sie verträgt auch weniger Niederschlag, braucht aber diesen lockeren Kiefernschirm, um hier wachsen zu können. Wir kommen aus einer Waldumbaufläche, die wir im Frühjahr 2019 angelegt haben, setzen uns in unsere Zeitmaschine und fahren 20 Jahre in die Zukunft und können jetzt auf einen artenreichen Mischwald blicken, der noch besteht aus alten Kiefern oben drüber, aber unten drunter haben wir sehr viel Laubholz, eine Eiche, eine Eberesche, eine Birke, auch ein paar Kiefern und somit entsteht sukzessiv der Wald der Zukunft, der Mischwald der Zukunft. Auf der anderen Seite haben wir das Gegenteil von einem artenreichen Mischwald, das ist die Kiefernmonokultur, besteht nur aus Kiefer, keine Mischbaumarten, artenarm und das ist der Wald, der natürlich brandgefährlich ist unter den heutigen klimatischen Bedingungen und diesen Wald müssen wir sukzessiv in einen artenreichen Mischwald umwandeln. Wir stehen jetzt hier in einer 40-jährigen Kiefernmonokultur. Und ja, diese Monokulturen sind nicht nur
wegen dem Waldbrand gefährlich. Monokulturen haben auch Insektenprobleme. Vor allem durch die Nonne. Die Nonne ist ein Falter, der in Raupen Kiefernadeln frisst. Und wir haben jetzt mal gestern einen Probebaum gefällt und haben in diesem Baum über 200 kleine Raupen festgestellt. Und wenn man das jetzt mal auf mehrere tausend Hektar hochrechnet, dann kommt da ein riesiges Raupenmeer zustande. Und auch aus diesem Gesichtspunkt ist es wichtig, die Kiefernmonokulturen umzuwandeln in artenreiche Mischwälder, denn der artenreiche Mischwald, der hat diese Probleme nicht. Wir sind wieder in die Zeitmaschine gestiegen, sind 100 Jahre in die Zukunft gefahren und stehen jetzt in einem artenreichen Mischwald. Wir stehen jetzt hier in einem Wald von Beelitz-Heilstätten, ein Wald, der 1898 rein aus Kiefern bestanden hat, damals aus gärtnerischen, ästhetischen, aber auch therapeutischen Gesichtspunkten umgewandelt worden in einen artenreichen Mischwald. Beelitz-Heilstätten war eine Tuberkuloseklinik. Die Patienten sollten nicht nur Medizin zu sich nehmen, sondern vor allem auch die frische Waldluft. Die sollte auch zur Genesung beitragen. Und somit stehen wir jetzt heute in diesem artenreichen Mischwald, den wir uns aus vielen Gesichtspunkten wünschen. Nicht nur erst stabil gegen Waldbrände, auch erst stabil gegen Insektenkalamitäten und tut uns Menschen gut.